Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es ein Video aus meinem Gewächshaus und es geht wieder um Dahlien vermehren, um Sticklinge. Wir schauen uns mal die einzelnen Dahlien an, die einzelnen Knollen. So, hier sind meine Knollen, da sind wieder ein paar dazugekommen. Und die sind auch schon kräftig gewachsen, wie man sehen kann. Hier sind die anderen Sticklinge von den anderen Videos. Die habe ich umgetopft in größere Töpfe und die wachsen auch schön, wie man sieht. So, ich werde nun den Stickling abschneiden. Die unteren Blattpaare werden wieder weggemacht. Dann nehme ich wieder Wurzelaktivator. Dann pflanze ich die einfach ein. So, jetzt der nächste Steckling. Noch das Schildchen dazu, damit ich weiß, was für einer das ist. Und jetzt noch der letzte Steckling, Nummer 3. Ich glaube, den breche ich einfach mal ab. Geht einfacher. Zack, ab ist der Blattpaare weg. Wurzelaktivator. Einfach reinpflanzen, habe dann vorher ein kleines Loch gemacht. So, das sind die 3 Sticklinge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.